Hallihallo, liebe Leute da draußen, herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Total Annihilation Kingdoms. Ja, ich bin Martin und ich möchte euch heute die New Era Mod vorstellen. Diesmal sind wir auf der Seite von Kreon, mal wieder. Kreon deswegen, weil Kreon hat man ja schon in den letzten Folgen mal gehabt und daher kennen wir Kreon schon ganz gut. Ich muss dazu sagen, die New Era Mod, da ist mir ein kleiner Fehler offenbar passiert, denn wie Sie hören Sie gar nichts. Irgendwie ist hier im Auswahlbildschirm gar keine Musik vorhanden. Ich muss irgendwas falsch installiert haben, aber ja, das kann ich irgendwie fixen. Das ist nicht allzu das Problem. In-Game-Musik und In-Game-Sound, die sind noch weiterhin vorhanden. Da macht man mir keinen Kopf drum. Gut, wir spielen hier ja wieder auf einer von meinen Maps, Iceland. Ich weiß nicht, ob der da irgendwie ein bisschen verbuggt ist oder so, weiß ich nicht. Weil irgendwas gab, ich erinnere mich, da gab es irgendwelche Probleme mit Magnetsteinen oder so. Ich weiß nicht, ob ich das inzwischen gefixt habe oder nicht. Kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass ich das getan habe. Egal. Es soll ja sowieso nur zu Demonstrationszwecken dienen. Mal schauen, wie es so ist. Und doch, passt alles. Superst. Ich würde mal sagen, Spiel starten. So, alles klar. Der Sage, hier hinterm Baum versteckt er sich. Hier ihr seht schon, er kann mehrere Sachen bauen, als er zuvor hatte bauen können. Zum Beispiel kann er einen Snowballer beschwören. Einen Schneeballwerfer. Macht er mal. Das ist eine leichte Fernkämpfeinheit. Ja, Moment. Gab's. Seht ihr? Ganz, ganz witzig. Hat allerdings, glaube ich, keine Sprachausgabe. Nee, hat er nicht. Leider nicht, aber ist ja nicht allzu schlimm. Dann kann der Sage auch noch jetzt ihren Wasser beschwören. Und unser Freund Middalos, also der Sage, der kann natürlich auch wie immer die Schmiede bauen. Allerdings kann man jetzt auch noch hier eine Factory bauen. Eine neu dazugekommene, ein neu, dazu, neu dazugekommenes Gebäude. Und eine Akademie auch noch zusätzlich. Und konnte er den Gatling Crossbow auch noch beschwören? Ich meine nämlich nicht. Ha. Gut. Ja, wird mal fertig hier. Gut, das sind die neuen Einheiten aus der Schmiede. Sind ein bisschen mehr geworden als vorhin. Da haben wir zum Beispiel den Bass, Nahkämpfer, ein Mobile Crossbow, sehr, sehr empfehlenswert. Erstmal nur einen. Den Feuerwehrgun, den kennen wir schon, genauso wie den Tortoise. Wir haben einen Hedgehog. Damit ist nicht Sonic gemeint. Sonic the Hedgehog, falls ihr den mal noch kennt. Natürlich kennt er ihn, den gibt es ja heute noch. Und, ja, den obligatorischen Mechaniker. Und wir suchen hier mal weiter nach heiligen Steinen. Ich erinnere mich, hier oben war doch irgendwo was gewesen. Ja, oh, hier war doch was. So, Barnstormer kann ein bisschen durch die Gegend fliegen. Übrigens, was da auch noch dazu gekommen ist, in einem Plague. Sag ich schon genau, weil der New Era Mod ist, die Flugeinheiten bleiben jetzt in der Luft. Ich glaube, ich als Eagles Barnstormer Pilot würde dann nach einer Zeit ziemlich rumschreien und meinen Job kündigen wollen, aber egal, ne? So, wir bauen hier noch ein paar von denen zu unserem Schutz auf. Denn die Mobile Crossbows, wie der Name schon sagt, ist, ja, Kreon wird mobil hier, ne? Also, es ist genau quasi ein wie eine Gatling Crossbow. Ich weiß noch nicht, ob die mir jetzt mehr Schaden macht oder nicht. Ehrlich gesagt, großartig darauf geachtet. Aber trotzdem eine sehr, sehr nützliche Verteidigungswaffe. Sowohl zur Verteidigung als auch für Angriff, also als Belagerungswaffe. Dann haben wir hier einen Beel Barrier. Ziemlich cooler Nahkämpfer.
relativ flink auch und ja, macht angenehmen Schaden, also ziemlich akzeptabel. Dann hätten wir den Hedgehog. Das ist quasi ein habe ich den Namen vergessen von den Submersible. Also dieses Halbunterseeboot aus Kreon, nur halt als Panzer für Land geeignet. Denn er schießt auch solche Granaten in solchen Parabolbogen raus. Ziemlich coole Einheit, kann ich auch nur empfehlen. Allerdings halt nur wie ich nur für den Angriff. Zur Verteidigung eher nicht, aber naja, okay. So, wo haben denn jetzt unser Mechaniker? Da haben wir dich. Wann wir essen, weiß ich jetzt auch nicht. Muss ich noch gedulden. So. Der Mechaniker, wie ihr seht, er kann keine Prismatic Mirrors mehr beschwören. Das macht jetzt eine andere Einheit für ihn. Dafür kann er jetzt solche Kanonentürme bauen. Erinnert ein bisschen aus Veruna oder aus Aramon die Festung oder das Bollwerk. Ne? Wo haben wir den Sage? Da haben wir ihn hier. Du kannst doch mal in der Zwischenzeit auch noch Fabrik bauen. Denn da gibt es einen Haufen neuer Einheiten. Ich glaube, da gibt es sogar nur neue Einheiten. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir stellen uns mal in unserem fahrbaren fahrbaren Riesenarmbrüsten hier vorne. Und ja, oder Cannon Tower, der schluckt ordentlich Mana weg hier, ne? Wisst ihr was, die Fabrik lassen wir erstmal. Suchen wir erst weiter nach heiligen Steinen. Eigentlich bin ich schon halb verlockt zu cheaten, allerdings würde dann das Spiel abbrechen, weil ich war immer noch so schlau und habe vergessen, die Aufnahme und Abbruchtaste hier für Aufnahmen auf Plus zu legen. Man muss ja als Mana-Cheat immer angeben, plus ATM. Aber einerseits wäre es da ziemlich lame, andererseits, doch sowas keiner. Wir sind ja cool genug. So. Kanonenturm fertig. Übrigens im Gebäude können jetzt auch noch ein paar Einheiten rein. Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. Auf jeden Fall ist es realistischer. Ich kann ja auch in ein Gebäude reinlaufen, ne? Also nicht gegenlaufen, sondern wirklich schon die Gebäude betreten. Ich weiß, es würden einige sagen, ehrlich? Aber ich kann sagen, ja. Obwohl ihr mir das bestimmt nicht zugetraut hättet, dass ich. Habt ihr alle gedacht, ich renne die ganze gegen Glasscheiben und so. Normalerweise mache ich das ja auch. Aber nicht immer. Wenn es sich vermeiden lässt, zumindest. Ja. Nein, ich will. Ja. Das ist ein bisschen blöd, aber naja, okay. Bist du mal fertig? Ich bin aber auch ungeduldig. Ne? Ich habe den gerade einen Auftrag gegeben. Bist du mal fertig hier? Nö. Wir haben doch einen Barnstormer. Warum erkunden wir nicht mit dem? Ich weiß es nicht. Vielleicht weil ich einfach viel zu dämlich bin. Bleib stehen. Danke. Ja, also wie gesagt, wenn ich der Barnstormer-Pilot wäre, ich wäre danach 10 Minuten ziemlich angepisst, weil ich ganz in der Luft fliegen müsste. Ja. Ich bin ja auch ziemlich grauselig mit heiligen Steinen umgegangen, offenbar. Dabei habe ich doch so viele hingesetzt. Oder etwa nicht? Nö, habe ich nicht. Offenbar nicht. Hier ist ein Schneemann. Seht ihr ihn? Ja, zack. Das fand ich ganz witzig eigentlich. Im Map Editor. Gibt's ja wirklich sonst nichts? Ich meine, das ist eine riesige Map offenbar. Oh, da kommen auch schon die ersten aramonischen Soldaten. Lord Dern hast du sogar dabei. Ja, die aramonischen Soldaten. Aramon kann auch noch die ganzen Fürsten beschwören. Beschwören nicht, aber rufen.
Ich weiß nicht, ob auch Burjasch dabei ist. Auf jeden Fall sind Juret und Dörnhast auf jeden Fall dabei. Und Dörnhast macht hier, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden als für gewöhnlich. Okay. Ja doch, das war doch eigentlich halbwegs akzeptabel. Gut. Fabrik ist fertig. So. Hier haben wir eine ganze Stange neuer Einheiten. Ein Robotic Reaper. Dann ein Shock Trooper, den kennen wir ja schon. Eine Attack Drone. Wrecker, Terrapin, Amphibian und ein Sage. Der Sage ist nicht unser Metalos, sondern es ist ein, ja, ein quasi ein Unter-Sage oder sowas in der Art. So, Robotic Reaper, wie der Name schon sagt, ist ein Roboter, Nahkämpfer. Ja, ist ein Durchschnittskämpfer halt, ne? Nicht gut, aber auch nicht schlecht. So, Attack Drone, ganz, ganz nette Einheit. Macht eine ähnliche Attacke wie ein Prismatic Mirror. Allerdings mit wesentlich weniger Wumms. Kann sich dafür allerdings tarnen. Und, ja. Kann sich auch bewegen dann, ne? So, Wecker. Sieht ein bisschen aus wie ein Mähdrescher. Allerdings ganz nette Nahkampfeinheit. Kann offenbar feindliche Einheiten so überrollen und dann noch in kleine Scheibchen schneiden und die ganze Straße wird dann blutig gefetzt und alles. Egal, Amphibien. Wie der Name schon sagt, handelt sich hierbei offenbar um eine Amphibieneinheit, also ein Amphibienfahrzeug. Kann ich jetzt leider nicht zeigen, denn da der einzige Teich in der Gegend zugefroren ist. Mann. Da kann ich nicht so richtig einmal die neuen Schiffe zeigen. Es gibt doch eins kann ich zeigen. Das kann auch hier einer von den Freunden hier beschwören. So, Terrapin. Erweiterung des der Tortoise. Super akzeptabler Panzer. Macht ein bisschen mehr Wumms. Es bewegt sich schneller und ist auch cooler. Ja. Gut. Ja, den Bass kennen wir ja schon. Und hier ist der Sage. Der Sage kann wieder normale Sage auch Mauern beschwören oder Mana-Raffinerien hinsetzen. Oder auch hier den Gatling Crossbow hinpflanzen. Machen wir mal. Aber sonst kann er auch nicht viel mehr machen. Aber er kann. Ja, er beherrscht noch zwei verschiedene Angriffe. Normale Blue Flame, also blaue Flamme, oder einen Granatwerfer. Kennen wir ja. Gut. Dann wäre das schon mal alles geklärt. Und so langsam könnten wir uns doch mal an die Angreifer, also eine Angreifertruppe zusammenstellen. Nee, noch lange nicht, du. Wir brauchen auch hier die richtig coolen Geschütze hier. Die sind ja nur die Popelgeschütze. Ja, also wenn du in der Nase bohrst, ne, da kommt so und dann Popel wegschnitzt, da kommt ungefähr sowas hier raus, wie diese Einheiten hier, ne. Nein, so schlimm sind die natürlich nicht. So, erstmal ein Chief Engineer, denn auch er kann neue Gebäude bauen. Dann ein Cyborg Knight. Ein Plasma Trooper, Dino Rider, Automaton 2, Creon Stinger? Ich glaube, es heißt Stinger, oder? Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Meine Englischkenntnisse sind nicht so gut. Und natürlich die Neo Dranks. Die Neo Dranks wollen wir ja unbedingt haben, weil die haben sich ja so super bewährt. Ich glaube, ich baue eine Flugflotte oder so aus. So. Der Engineer, er kann auch viele neue Gebäude und alles bauen. Als erstes bauen wir da mal dieses Capital hin. Capital Attis. Da werden die quasi die Elite-Truppe ausgebildet.
Aber nicht nur das kann der Gute bauen, sondern auch hier eine Mana-Kanone. Quasi ein. Ja, es ist ein verbesserter Mana-Verstärker, also Mana-Amplifier, der sich sogar verteidigen kann. Super, super nützliche Einheit. Und bevor wir das machen, bevor wir das Kapitol da bauen, so, lass mal weg. I'd love a blueprint. Und eine Mana-Kanone kann da hin. Bringt wesentlich mehr Mana ein. Super nützlich.